Leute, wäre das so cool, wenn es irgendwann mal eskalieren sollte. Hallo, meine lieben Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich habe ich mal wieder meine Begrüßung verkackt. Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Craft Attack. Meine lieben Freunde, im Hintergrund befindet sich Marc Butz. Hallo! Alles klar, Marc chillt auf meiner Couch, der ist gerade zu Besuch. Auf meiner Couch, genau, auf meinem Bett. Meine lieben Freunde, es ist lange her. Ich brauche eure Hilfe. Wir müssen jetzt mal ein Wörtchen, ich muss jetzt mal ein Wörtchen mit euch reden. Wir befinden uns ja hier auf der Insel von der Revolution. Meine lieben Freunde, ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich weiß nicht, was ich in Craft Attack bauen soll im Moment, weil ich bei der Revolution auf der Insel, ich habe keine Ahnung, was ich bauen soll, weil Revi ja hier einen genauen Plan hat, wie er was bauen will. Jetzt ist aber meine Frage, ich habe hier letztens beim Livestream von Revi eine Insel entdeckt in der Nähe, die ist hier irgendwo, ich weiß nicht gerade, wo die ist. Da ist auf jeden Fall eine kleine Insel, besser gesagt eine große Insel. Ob ich da irgendwas bauen kann? Ich weiß nicht. Helft mir mal. Schreibt bitte ganz, ganz viele Sachen in den Chat, in die Kommentare, was ich hier bauen könnte und ob ich auf der Insel was bauen soll und so. Schreibt, helft mir bitte. Bitte helft mir einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Es ist wirklich gerade sehr, sehr schlimm. Ich bin gerade auf der Suche nach dieser Insel. Ich weiß echt gerade nicht, wo die war. Aber wir werden sie jetzt schon finden. Das Ding ist, Utopia. Ich vermisse Utopia richtig, Leute. Das Ding ist, bringt es was, wenn ich jetzt in Utopia alleine weiterbaue? Ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Die Frage ist, was machen wir denn da? Ich vermisse wirklich meinen Leuchtturm. Ich vermisse einfach alles. So, Leute, passt mal auf. Da hinten ist nämlich diese Insel. Ich habe sie gefunden. Ich bin stolz. Hier haben wir ja diese Rieseninsel noch, neben der Revolution. Und die Revolution geht ja anscheinend noch bis hierhin. Hier ist so eine Riesenmauer. Und hier ist dann noch eine Insel. Soll ich irgendwas auf dieser Insel bauen, Leute? Ich weiß nicht was. Helft mir, bitte helft mir. Es ist wirklich gerade richtig, richtig schwer für mich. Ich habe richtig Bock auf Craft Attack, aber ich weiß nicht was. Denn in Utopia konnte ich bauen, was ich will. Aber wenn da keiner mehr ist, ist halt auch scheiße. Leute. Auf dieser Insel was bauen, ja oder nein? Wenn ja, was? Helft mir. Soll ich hier ein eigenes kleines Lager aufbauen oder nicht? Ich brauche da wirklich eure Hilfe. Aber guck mal, wir können da. Jetzt bin ich ausgerechnet da mit einem Boot angelegt. Wollte ich gar nicht. Hier. Pass auf, da kommt ja ungefähr die Mauer von der Revolution hin. Das heißt, ich könnte hier irgendwie. Ey, was ist denn heute wieder los? Kann wieder nicht reden. Ich könnte hier irgendwas bauen oder so. Vielleicht eine kleine eigene Partei, Mafia, Gang, was auch immer, ihr wisst Bescheid. Irgendwas cooles, kleines, ein kleines Dorf, wo ich mich auch vergewaltigen, was hab ich? Ich wollte verteidigen sagen und hab vergewaltigen. Oh Mann! Ich wollte verteidigen sagen und sag vergewaltigen fast. Ich hab noch nicht mal mehr Sachen. Ich bin tausendmal gestorben, Leute. Tausendmal in diesem Stream. Es sieht sehr schlecht aus, aber ich würde echt gern wieder spielen, Craft Attack, und wir was richtig Fettes aufbauen. Ich meine, Level Farm haben wir ja genug, deswegen könnte man hier irgendwas bauen. Ja oder nein? Wenn ja, schreibt mir bitte in die Kommentare was. So, hier ist irgendwie anscheinend was explodiert. Komme ich hier hoch mit dem Boot? Natürlich nicht. Ja, geilo. Komme ich da hoch? Ne. Okay, mal kurz hier das Boot wieder abbauen. Meine lieben Freunde, wie gesagt, Revolution, ich bin ja gespannt, wie das werden soll. Das dauert anscheinend noch ein bisschen. Und ich habe echt null Ahnung, was ich da bauen soll, weil ich will nichts irgendwie, nichts Falsches bauen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Auf jeden Fall würde ich es vielleicht ganz cool finden, wenn hier auch noch was Kleines wäre. Dann hätten wir vielleicht irgendwann mal, wenn es eskalieren sollte, zwei Banden oder so. Marc, was machst du? Ich wollte mich nicht in die Tür setzen. Okay. Alter, Maul. Bitte, bitte mach nichts Böses. Ich habe richtig Angst. Auf jeden Fall, Leute, wäre das so cool, wenn es irgendwann mal eskalieren sollte, dass wir hier eine kleine Gruppe hätten und da eine kleine Gruppe. Und Junge! Halt dein Maul. Halt dein Maul. Sag mal bitte. Du hast eh nichts gemacht. Alter, Junge, ich bin nicht behindert. Hör auf! Da sind Haare dran. Da sind Haare dran. Ey, das ist.
Du hast... Oh, jetzt habe ich meine Kopfhörer rausgerissen. Alter, wegen dir... Du kleiner, Alter. Leute, ich glaub dem nicht, dass was ab ist, weil das macht... Ich habe das selber bei Patrick gemacht. Da ist nichts ab. Doch. Doch. Da ist nichts ab. Doch. Sonst wären hier noch... Doch. Die... Leute, wisst ihr, ich sag die ganze Zeit schon zu Mo, dass einfach seine Haare schon mittlerweile viel zu lang sind. Und deswegen dachte ich mir, ich setze mich jetzt einfach mal dazu und mach was dagegen. Warum bin ich so milchig und du nicht? Fokussier mich! Warum? Du hast nichts abgemacht, Alter. Hast du was abgemacht, Alter? Geh mal zum Friseur, Junge. Das war eine Warnung. Das war eine Warnung. Das war so klar, Alter. Der Typ, deswegen wolltest du hier sein. Die ganze Zeit, ich sag, Marc, ich nehme jetzt auf, geh mal raus. Weil ich hasse es eigentlich, Leute, wenn ich aufnehme und es ist jemand im Raum. Ich kann das nicht. Du klein. Ey, es war so. Was soll ich sagen, Alter? Junge, das. Es ist so dumm. Er nimmt auch noch meinen Rasier. Geh weg jetzt, Alter. Es war mir so klar. Das würdest du dir never trauen. Es würde sich niemals jemand trauen, mir die Haare abzurasieren, Alter. Niemals. Ich sag's euch. Deswegen war mir das klar. Ich dachte erst, was machst du hier, Alter? Du Schlawine. Aber du hast kurz Angst gehabt, oder? Ja, ich habe immer noch Angst, dass da wirklich was weg ist. Aber da werden hier irgendwo... Das Ding ist, da waren noch Haare drin, wahrscheinlich von vorher. Von meinem Sack. Spaß. Das wollte ich mal sagen. Okay. Nee, aber ach, Alter. Geh bitte zum Friseur, Mo. Like, wenn Mo mal zum Friseur gehen muss. Nein, Alter. Ich lass meine Haare wachsen. Warum, Leute? Bin ich so, guck mal, du bist perfekt auf dieser Facecam, aber ich bin irgendwie so weiß und milchig. Ah. Sollen wir Plätze tauschen? Nee. Soll ich, ey, du bist ein kleiner. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war so klar, weil jeder, der diesen Rasierer schon mal an jemanden an den Kopf gehalten hat, das war immer ein Prank. Von daher. Das ist einfach der Prank-Rasierer. Mit diesem Rasierer wurde noch nichts rasiert, Leute. Das war immer nur ein Prank. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das Ganze auch bei Patrick gemacht. Mann, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Es tut mir leid. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Titel, danke. Sonst hätte ich... Ich wollte eigentlich als Titel nehmen, gegen die Revolution kämpfen. Aber jetzt nehme ich Haare abrasieren Prank. Hatte ich ja schon bei Patrick. Bei Patrick hat... Bist du jetzt hier, um mich abzufacken, Junge? Hör auf! Trink das! Das ist gut für dich. Nein. Das ist gut für dich. Da ist irgendwas drin, wenn du da jetzt noch reingepisst hast oder so. Ich trinke da nichts, weil du hast Herpes. Ah. Ey. Ey, ohne Witz. Leute. Was war das? Und warum zur Hölle? Arschloch. Nein. Junge, das ist so ein dummes Video. Es tut mir leid, Leute, dass ihr früh am Morgen... Es tut mir leid, dass ihr früh am Morgen so eine Scheiße ertragen müsst, aber... Hast du mir das jetzt ins Gesicht noch gemacht? Nee, okay, hat sich gerade so angefühlt. Auf jeden Fall, hör auf. Halt's Maul. Er wollte die ganze Zeit hier drin bleiben. Richtig dumm. Auf jeden Fall, Leute, was ist das für ein Video, Alter? Es ist so ein komisches Scheißvideo. Es tut mir so leid. Ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Jetzt wieder back to the topic. Was soll ich brauchen in Craftsack? Eigene Partei da hinten auf diesem Sandding wäre doch das Beste, oder? Weil da störe ich hier niemanden, da baue ich da was kleines eigenes auf. Raumschiff oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall müsst ihr mir da wirklich helfen. So, ich habe echt keine Ahnung, warum meine Kamera... Guck mal, an den Seiten geht es voll, Leute. Da bin ich wieder scharf genug. Aber hier in der Mitte... Okay. Komplette Chaos-Folge. Heute kommt auf jeden Fall noch ein zweites Video, Leute. Also bleibt auf jeden Fall am Start heute zu Hause. Bleibt zu Hause, campt die ganze Zeit die Abo-Box. So, wie gesagt, ich habe null Sachen. Ich habe mich selber im Stream 1000 Mal getötet, weil Mokuba hatte mit meinem Account gespielt und ich hatte mit dem vom Revi gespielt und habe mich die ganze Zeit getötet. Das war eigentlich voll dumm, aber ja... Jetzt weiß ich echt nicht. Ich muss auf jeden Fall nochmal zurück nach Utopia, ein paar Sachen holen. Dann muss ich zur Basti-Farm gehen, mir Level-Farm, kranke Rüstung machen. Und dann bauen wir da hinten was richtig, richtig Krankes auf, Leute. Wenn ihr darauf Bock habt, Daumen hoch. Und es tut mir wirklich leid für diese chaotische Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann morgen. Besser gesagt, heute beim zweiten Video. Hättet ihr mal Interesse vielleicht an einem Wochenende auf 3 Videos? Hättet ihr Bock? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall helft mir, was ich machen soll. Und ja, ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns heute beim zweiten Video. Warum bin ich hier scharf und hier nicht? Ich weiß nicht. Tschüss.